Meine Damen und Herren, wir beschäftigen uns schon seit längerer Zeit mit dem Thema, wie wichtig sind Humanressourcen, welche Rolle spielt das auch für die Entwicklung eines Standortes wie Oberösterreich? Und ich glaube, wir sind uns einig, dass es die Potenziale und die Kreativität und die Fähigkeit der Menschen ist, die letztlich auch dieses Land Oberösterreich weiterbringen. Wir wissen, dass wir erstens nicht ein sehr großes Land sind, dass wir auch nicht gesegnet sind mit großen Rohstoffvorkommen, Erdöl, seltene Erden oder derlei Dinge. Wir sind auch nicht der größte Absatzmarkt, den man sich vorstellen kann, aber wir haben einen großen Vorteil. Wir haben exzellente, gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir haben viele Talente. Das heißt also, Hirnschmalz ist unser Rohstoff. Daher ist es auch klar, dass wir auch in einer wirtschaftspolitischen Agenda diesem Thema eine hohe Bedeutung beimessen. Und die Frage, die sich in diesem Zusammenhang sehr oft stellt, ist, wie schaffen wir es, gerade in der heutigen Zeit ausreichend gute, qualifizierte Menschen auch für den oberösterreichischen Standort zu gewinnen, selbst auszubilden, aber auch sie anzuziehen, auch durchaus aus anderen Ländern. Wie attraktiv ist Oberösterreich für Sie? Na, für mich persönlich ist Oberösterreich, nachdem das mein Lebensmittelpunkt ist, sehr attraktiv. Ich muss aber auch sagen, ich habe ein Jahr in den USA gelebt, habe in Kanada studiert und dadurch erst so richtig auch es kennengelernt und wertschätzen gelernt, die Qualitäten des Standorts in Oberösterreich. Ja, für mich persönlich geht's, ja. Ja, geht's, ne? Ich meine, man muss ein bisschen selbstkritisch sein. Also ich bin natürlich Österreicher, bin begeisterter Österreicher, deswegen bin ich auch hier geblieben und habe mich dafür entschieden, für mein Heimatland zu arbeiten. Aber natürlich, Österreich hat viele verschiedene Regionen, es hätte auch eine andere Region sein können. Aber ich glaube, dass Oberösterreich sich sehr, sehr anstrengen muss für die, vor allem die Jugend, auch eben gerade die internationale Jugend attraktiv zu sein. Und da glaube ich, ist noch sehr viel, wie man sagt, Raum nach oben. Ja. Ausland, jetzt Unterschiede zwischen Linz, Oxford, Wien, kannst du da irgendwas dazu sagen? Oder auch, wo würdest du dich eh in Zukunft sehen? Eher zum Beispiel jetzt wirklich in Oxford, auf dieser Universität oder weiterhin in Wien? Also Auslandsaufenthalte jetzt generell finde ich halt sehr, sehr wichtig für einen persönlich und ich würde es auch jedem jungen Menschen, also allen in meinem Alter auch sehr, sehr empfehlen, weil es halt doch ist, es ist eine sehr prägende Erfahrung, man lernt auch viel dazu, auch persönlich. Man nimmt nicht nur fachlich auch, also Wissen mit, sondern man lernt andere Menschen kennen, sieht, wie es anders, also an anderen Orten der Welt, also wie es dort zugeht. Man nimmt viel mit und man kann dann auch zurückkommen und dann eben sich denken, na, wie kann ich, was kann ich jetzt in Wien, sprich an meinem Studienort verändern oder dann vielleicht in Zukunft auch in Linz und wie kann man das umsetzen. Mhm. Grundsätzlich finde ich, kann man, wenn man jetzt die Internationalität oder so vergleicht, würde ich halt schon sagen, dass ich in Oxford halt das Gefühl hatte, es ist wirklich international, obwohl die Stadt circa so groß ist wie Linz. Also es ist sehr, sehr beeindruckend. Man lernt viele, man lernt viele unterschiedliche Leute kennen, hat die Möglichkeit, sich auszutauschen, unterschiedliche Kulturen. Und das ist halt etwas, was wirklich toll ist, weil wenn man halt, also ich bin halt in Oberösterreich aufgewachsen, es ist halt von der Internationalität her nicht so, also man sieht halt, es ist halt schon toll, wenn man die Möglichkeit hat, eine Auslandserfahrung zu machen und halt auch zu sehen, ein bisschen über den eigenen Tellerrand halt zu blicken und das ist ganz nett. Wie ist es Ihnen am Anfang gegangen? Was war das Erste, was Sie gedacht haben, wie Sie nach Linz gekommen sind? Am Anfang, zu Beginn war das für mich so, wie ich es mir vorgestellt habe, dass es so grün ist überall, dass die Luft schön ist, dass es nette Menschen. Ja. Ja. Ja, aber die erste Enttäuschung war, als ich angefangen habe, mich mit Österreichern zu unterhalten, weil ich habe in Ägypten gutes, altes Hochdeutsch gelernt und
Ich habe kaum den österreichischen Dialekt verstanden am Anfang. Es war ganz schwer und ich nach jedem Satz sollte ich immer nachfragen, was gesagt wurde, bitte auf Hochdeutsch, weil ich das nicht verstanden habe. Und ich habe gemerkt, dass es ein bisschen schwer ist, wenn man die Sprache nicht kennt, sich zu integrieren. Aber ich glaube, jetzt geht es ein bisschen besser. Was kann man dazu machen? Was ist Ihr Tipp, Ihr Wunsch, um Oberösterreich noch attraktiver zu machen für junge Talente? Also zunächst glaube ich, wir müssen etwas anbieten können. Gute Karrierechancen, gute Ausbildungsmöglichkeiten, eine hohe Lebensqualität. Ich glaube, da sind wir nicht schlecht. Und wenn wir das haben, dann müssen wir das auch kommunizieren, dann müssen wir auch Werbung dafür machen, dass Oberösterreich ein ausgesprochen attraktiver Platz ist, auch für Business, auch für Forschung, auch für Ausbildung, auch um zu leben. Und das ist auch eine Aufgabe des Standardmarketings. Ja, mein persönlicher Wunsch ist, dass die Qualitäten, die man hier vorfindet, die aber weltweit zu wenig erkannt werden, weil man hier eben keine Metropolregion mit ein paar Millionen Einwohnern ist, dass die noch mehr bekannt werden und diese Besonderheiten, die man hier vorfindet, dass die noch bekannter werden. Wir müssen schauen, dass wir uns absetzen gegen andere Regionen, indem wir noch zusätzlich sehr viele Dinge machen, und das sind diese Soft Factors. Also die Dinge, wo es um das Leben geht, sodass sich die Menschen hier wohlfühlen, vor allem die jungen Menschen. Und da muss ich schon sagen, gerade aus der Erfahrung mit den vielen jungen Leuten, meinen eigenen Studenten insbesondere, wo ich immer versucht habe, aus der ganzen Welt die Studenten in mein Institut zu bringen und in meinen Studiengang, dass das Problem eigentlich immer das nachher ist, wenn sie hier geblieben sind, zuerst mit großer Begeisterung, dann treffe ich sie nach ein, zwei Jahren wieder und dann ist irgendwo halt immer diese gewisse Traurigkeit, dass sie, entweder sind sie eh schon weg, weil sie entweder nach Wien gegangen sind oder wieder weitergezogen sind oder zurück in die Heimat. Und die, die hier sind, sagen, sie haben eigentlich sehr, sehr wenig Anschluss. Es ist eine gewisse, sagen wir, oberflächliche Kontaktnahme ist da, aber es ist nicht so, dass sie sich eingebettet fühlen in eine Szene, sozusagen eine jugendliche, internationale, vibrierende Szene. Die Szene, die gibt es eigentlich nicht. Was noch passieren muss, ist, dass mit den Leuten, die wir hier anziehen wollen, das sind Fach- und Führungskräfte, und bei uns sind etwa ein gutes Viertel der etwa 470 Mitarbeiter in unserem Innovation Headquarters, haben einen, so wie ich auch, einen Migrationshintergrund, nämlich die kommen aus 30 Ländern. Das heißt, diese Leute kommen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und kulturellen Ansprüchen hierher. Die Menschen, die müssen irgendwo hier heimisch werden. Das heißt also, wir müssen gucken, dass wir die Leute hier halten können, dass wir ihnen eine emotionale Heimat geben. Und ich sage eben, nein, wir müssen weiterdenken, wir müssen begeisternde Visionen entwickeln für unser Land, die für unser Bundesland gelten. Wir brauchen nichts zu erfinden, die Zukunft von China und so weiter und so fort, die erfinden das selber. Wir müssen unsere Zukunft in Oberösterreich erfinden, aber die muss begeisternd sein.